Okay, ich bin bereit. Guten Abend, ich bin Dr. Emmett Brown. Ich stehe auf dem Parkplatz der Twin Pines Mall. Es ist Samstag früh am 26. Oktober 1985, 1.18 Uhr. Und dies ist Zeitexperiment 1. Komm, Aini. Hierher, guter Junge. Rein da. Mach schön Sitz. Anschnallen. So ist es fein. Wow. Okay. Einsteins Uhr ist auf die exakt gleiche Zeit eingestellt wie meine. Hast du das? Ja, alles klar, Doc. Gut. Gute Reise, Einstein. Pass mit dem Kopf auf. Sagen Sie bloß, Sie fahren den Wagen. Damit. Pass auf! Okay, gut. Hab es. Nicht mich! Den Wagen! Den Wagen! Wenn meine Berechnungen stimmen, dann wirst du bei Tempo 140 etwas wirklich Unglaubliches erleben. Was habe ich dir gesagt? 140 Stundenkilometer! Zeitverschiebung ereignete sich exakt um 1.20 Uhr und 0 Sekunden! Verdammt heiß! Doc, was zum Teufel war das? Beruhige dich, Marty! Ich habe gar nichts aufgelöst! Die Molekularstruktur von Einstein und dem Wagen sind völlig intakt! Und wo zum Geier sind sie dann? Die richtige Frage lautet, wann zum Geier sind sie? Einstein ist soeben der erste Zeitreisende der Welt geworden. Ich habe ihn in die Zukunft geschickt. Eine Minute in die Zukunft, um genau zu sein. Und um genau 1.21 Uhr und 0 Sekunden setzt er mit der Zeitmaschine wieder hier auf. Moment. Sie haben Ihren Hund in eine Zeitmaschine gesteckt, die Sie aus einem DeLorean gebaut haben? Ja, ich sehe das so. Wenn man eine Zeitmaschine in einen Wagen einbaut, dann bitte schön mit Stil. Abgesehen davon, die rostfreie Stahlkonstruktion macht die Funktion. Pass auf! Doc? Das ist seltsam. Wo ist das Auto, Doc? Es hätte vor 27 Sekunden hier sein sollen. Doc, was ist mit Einstein passiert? Kein Grund zur Sorge. Es ist wahrscheinlich nur eine kleine Abweichung der Zeitleitungen. Marty, gib mir mein Notizbuch. Es sollte im Werkzeugkasten sein. Was ist in der Kiste? Nicht anfassen! Das ist Plutonium! Plutonium? Wie glaubst du, generiere ich 1,21 Gigawatt Energie? Notizbuch. Hab's! Fluxkompensator? Das ist es! Was bitte ist ein Fluxkompensator? Meine neueste Erfindung! Damit werden Zeitreisen möglich! In diesem Notizbuch habe ich fast 3 Jahrzehnte wissenschaftlicher Durchbrüche gesammelt, die nötig waren, um eine Zeitmaschine zu bauen. Fällt es in die falschen Hände, wäre das katastrophal. Mal sehen. Masse gleich E mal Z und E ist gleich die Quadratwurzel von Z mal C Quadrat und die Fluxkompensationsrate ist umgekehrt proportional zur vierten Wurzel von N. Im 9. Wären die Konsequenzen katastrophal. Wow, Déjà-vu.
Doc, was ist? Ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Es tut mir leid, Marty. Doc! Kommen Sie zurück! Doc! Doc! Marty! Ist alles okay? Ja, Mom. War nur ein Albtraum. Ich war in der Vergangenheit und Doc war da. Nun bist du ja wieder gesund und munter. Zurück im guten alten Jahr 1900. Aber steh jetzt besser auf. Dein Vater wartet auf dich. Hä? Wolltet ihr euch nicht bei Doc treffen? Verdammt, ich bin spät dran. Schon begonnen, der Verkauf? Besser spät als nie. Du würdest nicht glauben, was man hier hinten für seltene Dinge findet. Das gehört Doc, Dad. Die Stadt hat nicht das Recht. Ich weiß, dass du verärgert bist, aber dein Freund war monatelang verschwunden und die Stadt ist versessen darauf, seinen Grund zum Bau des neuen Parkhauses zu nutzen und... Hey, ist das eine Erstausgabe von Jules Verne? Das ist nicht fair, aber zumindest kann es nicht noch schlimmer kommen. Hey, Marty! Hi, Biff. Schaust du, ob bei dem Verrückten ein paar Schätze vergraben sind? Nein, ich schätze, ich schwelge nur in Erinnerung. Ich frag mich, warum Doc die nicht mitgenommen hat. Biff, lass Marty jetzt in Ruhe. Er macht gerade eine schwere Zeit durch. Oh, klar. Entschuldige, Marty. Ein Aquarium? Ich wusste gar nicht, dass Doc Fische hatte. Docs Fische hatten einen komischen Geschmack. Fast so wie Doc. Hat es die Natur so eingerichtet, dass man selbst mit einer Zeitmaschine nicht eingreifen kann, um zum Beispiel seine eigene Zeugung zu verhindern? Hey, Dad. Wer ist überhaupt für den Verkauf verantwortlich? Oh, das bin dann wohl ich, Junge. Du? Warum?
Nun, als klar wurde, dass die Bank den Verkauf durchführt, habe ich mich freiwillig gemeldet. Ich wollte sichergehen, dass Docs Sachen mit einem Mindestmaß an Respekt behandelt werden. Nicht wahr, Biff? Genau, Mr. McFly! Hör zu, dieser Verkauf ist ein Witz. Doc ist erst seit ein paar Monaten weg und zufällig ja, weiß ich... Ja, du hast es uns erzählt. Er ist nicht tot, sondern verreist. Angenommen, du hast recht. Hast du daran gedacht, dass diese Reise eventuell nicht ganz freiwillig war? Ich sage es nur ungern, aber Doc hatte eine Menge Schulden überall hier in der Stadt. Vielleicht versteckt er sich vor seinen Gläubigern. Du hast ein völlig falsches Bild von Doc. Sicher, er kann nicht mit Geld umgehen, weil er nun mal größere Dinge im Kopf hat. Trotzdem ist er ein aufrichtiger Mensch. Er würde niemals vor seinen Problemen davonlaufen. Nein, du kennst ihn besser als ich, mein Junge. Aber die Bank hat das Recht, seine Sachen zu verkaufen. Wahrscheinlich solltest du versuchen, ein paar bezahlbare Dinge für dich zur Erinnerung zu finden, bevor Biff sich alles schnappt. Was macht Biff hier? Er war kein Freund von Doc. Es ist ein öffentlicher Verkauf, Marty. Jeder kann kommen. Sogar Biff. Glaubst du, Träume können die Zukunft vorhersagen? Ich mag ja dieses mystische Zeug nicht besonders. Ich glaube aber, dass sie widerspiegeln können, was du über die Zukunft denkst. Was hast du geträumt? Oh, nur komisches Zeug. Über Doc. Das ist verständlich, findest du nicht? Ja, wahrscheinlich. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass es etwas bedeutet. Glaubst du, Träume können die... Ich magst du über... Was hast du geträumt? Oh, nur... Das ist verständlich. Ja, wahrscheinlich. Ich schaue mich weiter um. Danke, Dad. Doc hat dieses Modell der Innenstadt von Hill Valley schon 1955 gebaut. Sogar die Turmuhr funktioniert. Was zum... Ist das Docs Notizbuch da drin? Hey, das sieht genau aus wie das Gerichtsgebäude. Das muss man ihm lassen. Er hat geschickte Hände. Biff, kann ich das mal sehen? Das würde super in mein Aquarium passen. Was Neues für den Karpfen zum dran knabbern. Komm schon, ich hab's zuerst gesehen. Ja, da hast du wohl recht. Aber ich hatte es zuerst in der Hand. Gib es her, Biff. Naja, mal sehen, was wir hier haben. Sieht aus wie ein Plan für irgendwas. Was ist ein Fluxkonformator? Das geht dich nichts an. Doc wollte, dass ich... Brown ist hinüber, Kleiner. Aber das könnte etwas wert sein. Ha! Hey, Biff. Es ist nur ein Notizbuch mit Docs Kritzeleien. Was hat Doc schon erreicht? Nichts. Dann ist es wertlos, oder? Wäre es wertlos, würdest du es nicht unbedingt haben wollen. Ich will das Notizbuch nur, weil ich daran hänge. Es ist wie ein Stück von Doc. Doc ist tot. Zeit, dass du darüber hinwegkommst. Ich bezahle dafür. Wie viel? Zu wenig. Du kannst das Notizbuch nicht behalten. Es ist zu gefährlich. Wird es etwa explodieren oder was? Nun, so etwas in der Art. Ich versuche mein Glück. Ach, vergiss es. Hey, lass mich probieren, Marty. Biff, gib Marty auch mal die Gitarre. Sie haben recht, Mr. McFly. Genug von dem Mist. Also, Biff? Entschuldige, Marty.
Lasst uns mal richtig aufdrehen. Hey Dad, warum hängt an meiner Gitarre ein Preisschild? Entschuldigung, Junge. Da war wohl jemand übereifrig. Nimm sie dir. Ich klär das mit der Bank. Sieht vielleicht nicht so aus, aber die geht richtig ab. Ich behalte dieses Foto von meinem Vater, um mich daran zu erinnern, dass auch der größte Versager ein cooler Typ werden kann. Hier ein altbekannter Song. 1, 2, 3. Sieh mal an, Chuck Blödkopf. Ich zeig dir mal, wie das geht. Also, Biff, ich glaube, das ist Martys Gitarre. Oh, natürlich. Sie haben recht, Mr. McFly. Ja, bitte, Marty. Also, lass mal was hören. Was habt ihr Kids nur aus Rock'n'Roll gemacht? Ich sollte besser nicht noch weiter aufdrehen. Nicht, dass ich sie wieder überlade. Hey, Biff. Ach, vergiss es. Hey, Dad. Dieses Notizbuch ist Docs Erbe. Es ist meine Pflicht, es zu schützen. Moment mal. Hast du mir nicht gerade erst erzählt, Doc wäre noch am Leben und würde irgendwo herumreisen? Ja? Warum ist es dann deine Pflicht, sein Erbe zu schützen? Beides geht nicht, Marty. Wenn Doc lebt, kann er sein Erbe selbst schützen. Dad, wegen Biff. Ich weiß, du willst helfen. Er spuckt große Töne, mein Junge, aber so zäh ist er nicht. Ich habe schon lange mit ihm zu tun. Ich weiß, wie ich mit ihm umgehen muss. Ich aber auch. Ja, das stimmt wohl. Okay, mein Junge, ich halte mich da raus. Aber du weißt, wo du mich findest. Ich schaue mich weiter um. Danke, Dad. Nun etwas, auf das eure Kinder voll abfahren werden. Danke fürs Warmspielen, Milchgesicht. Sieh dir an, wie ich die Bude rocke. Wie du meinst. Hau rein, Biff. Oh, Scheiße. Doc, wo sind sie? Doc?
sein. Wo kommst du her, mein Kleiner? Und wo hast du Doc gelassen? Okay, Doc, wir haben uns zwar seit Monaten nicht gesehen, aber ich bin mir sicher, dass das nicht Ihr Schuh ist. Marty? Ah. Marty, wenn du das hörst, dann ist die automatische DeLorean-Aufspürfunktion ein voller Erfolg. Automatisches Aufspüren? Für den Fall, dass ich es nicht schaffe, rechtzeitig zu meinem DeLorean zurückzukehren, habe ich die Zeitmaschine so programmiert, dass sie auch ohne mich in die vierdimensionalen Koordinaten springt. Wie du weißt, sind Zeitreisen sehr riskant und trotz all meiner Sicherheitsvorkehrungen besteht immer die Möglichkeit, dass ich irgendwann in Schwierigkeiten gerate. Das irgendwann ist jetzt oder schon vorbei oder später. Er steckt in Schwierigkeiten. Marty, du hast schon einmal meine Vergangenheit gerettet. Oder war es die Zukunft? Wie auch immer, ich verlasse mich darauf, dass du das noch einmal tust. Bitte reise mit meinem DeLorean zurück oder vor, in die Zeit, in der ich mich befinde. Du wirst sicher wissen, was zu tun ist, wenn du hier bist. Das war's? Wollen Sie mir nicht sagen, wann das ist? Reise einfach zu dem Datum, das auf der Anzeige der Zeitleitung als letzte Abreisezeit angegeben ist. Viel Glück. Okay, okay. Letzte Abreisezeit, letzte Abreisezeit. Verdammt. Komm schon, komm schon, komm schon. Mist. Großartig. Wie soll ich ihn jetzt finden? Dieser Zeitreiseschuh ist mein einziger Hinweis bei der Suche nach Doc. Marty? Ah. Die kann ich benutzen, um mein Datum in die Zeitleitung einzugeben. Sobald ich weiß, wann ich nach Doc suchen soll. Sieht aus, als würde die Zeitleitung noch funktionieren. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wann ich Doc suchen soll. In diesem Notizbuch sind Docs komplette Pläne für den Fluxkompensator und den DeLorean. Ich sollte sicher gehen, dass es nicht in die falschen Hände... Und mit falschen Hände meine ich hauptsächlich Biff. Dieser Zeitreiseschuh ist mein einziger Hinweis bei der Suche nach Doc. Was ist Doc passiert, Aini? Was weißt du über diesen Schuh, Aini? Oh Mann, ich glaube, er hat eine Fährte aufgenommen. Okay, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Wie soll mich das zu Doc führen, Aini? Hey,
Schritt von der Tür zurück. Nun will ich dich mal ansehen. Komm schon, Einstein. Wie ich es vermutet habe. Unruhestifter! Weg da! Na, wird's bald? Komm zur Sache, Kind. Wegen dir verpasse ich noch meine Lieblingssendung. Das ist es ja, verstehen Sie? Ich bin nicht sicher, warum ich hier bin. Einstein hat mich hergebracht und... Und? Können Sie mich hereinlassen? Ich muss Ihnen etwas zeigen. Was ist es? Lass mal sehen. Ein Schuh? Was soll ich denn mit einem... Ups! Bleib da! Diese Kreatur muss draußen bleiben. Tut mir leid, Einstein. Ganz schön lang gedauert. Das sind eine Menge Stufen. Den Schuh zurückzubringen, meine ich. Ich habe ihn vor Ewigkeiten verloren. Stell ihn neben den anderen. Viel besser. So sauber und ordentlich. Ich nehme an, du willst jetzt eine Belohnung. Nein, ich... Ich habe nur Tee und Bonbons. Aber... Tut mir leid, dass ich dich einen Rowdy genannt habe. Ich versuche nicht vorschnell zu urteilen, aber letztendlich sind 90% der Leute in dieser Stadt Rowdys. Das ist eine Tatsache. Lies es nach. Setz dich, mein Junge. Zigaretten aus! Miss Strickland? Jack! Diane! Ich weiß, was ihr dort hinter dem Baum macht! Ja? Wissen Sie noch, wann Sie Ihren Schuh verloren haben? Schuh? Dieser Schuh dort. Ach, der Schuh. Meine Güte, was für ein neugieriger Kerl. Weißt du, niemand mag wichtig, Tua. Aber... Oh gut, lass mich nachdenken. Ja, ich erinnere mich. Ich habe ihn bei einer Rauferei mit einem Hund verloren. Wann war das? Oh ja! Am Tag, an dem die Bar abbrannte. Eine Flüsterstube in Hill Valley? Tu nicht so überrascht, junger Mann. Deine Generation hat die moralische Verdorbenheit nicht erfunden. Die Sünde streift durch Hill Valley seit dem Tag seiner Gründung. Wow, eine illegale Bar. Das war sicher wild. Hat man damals wirklich den Gin aus Schuhen getrunken, wie meine Großmutter erzählt hat? Das darf man nicht romantisieren, junger Mann. Die Prohibition war eine Zeit, in der Gangster die Stadt beherrschten und ehrliche Bürger sich fürchten mussten. Und wo war sie? Die Bar, die abgebrannt ist, meine ich. Das ist so lange her, falls du nach schwarzgebranntem Fusel suchst. Nein, ich bin nur neugierig, das ist alles. Ich studiere Geschichte. Geschichtsstudenten, dass ich nicht lache! Eure Generation von Rabauken und Faulenzern sollte sich einmal wirklich für Geschichte interessieren. Miss Strickland? Videothek! Hä? Die Bar war dort am Rathausplatz.
Für alle sichtbar und doch versteckt. Genau dort, wo heute dieser abscheuliche Videokassettenverleih steht. Dann muss die Videothek gebaut worden sein, nachdem die Bar abgebrannt ist. Ein Jahr später, meine ich mich zu erinnern. Dann muss die Videothek gebaut worden sein, nachdem die Bar abgebrannt ist. Ein Jahr. Was ist mit all diesen Zeitungen? Das ist mein persönliches Archiv. Ich habe jede Ausgabe des Hill Valley Telegraphs, die je veröffentlicht. Nicht doch. Jede einzelne Ausgabe? Von 1871 bis heute. Wenn es in Hill Valley passiert ist, dann findest du es in meinen Stapeln. Ich schätze, irgendwo in diesen Stapeln wartet ein Artikel über den Brand der illegalen Bar. Natürlich. Ich habe ihn wahrscheinlich selbst geschrieben. Ich war die Reporterin zu meiner Zeit, weißt du? Haben Sie eine Ahnung, wann dieser Artikel veröffentlicht wurde? Es muss an dem Tag gewesen sein, nachdem die Bar abgebrannt war. Beobachten Sie die Sterne? Nein, mein Blick richtet sich auf niedrigere Dinge. Ist das... Hilf, Tannen! Finger weg von der Radkappe, bevor ich deinen Vater rufe! Ich schätze, irgendwo in dieser... Natürlich, weißt du. Haben Sie eine Ahnung, wann dieser... Es muss an dem Tag gewesen... Lassen Sie sich nicht von mir aufhalten. Du da! Denk nicht mal daran, dieses Taschentuch auf den Boden zu werfen! Fass die nicht an! Meine Zeitungen sind in hervorragendem Zustand und genau geordnet. Ich lasse nicht zu, dass ein dahergelaufener Lausebengel sie mit Marmelade beschmiert. Das würde ich an deiner Stelle nicht tun. Miss Pretty Whiskers ist sehr eigen, wenn es darum geht, wer ihr Futter gibt. Die Bonbons sehen aus, als wären sie älter als ich. Mann, sie hat's ganz schön heiß hier drin. Das ist der Teekessel. Ich bin gleich mit dem Tee zurück. Fass nichts an. Jugendliche in Unfall mit Güllelaster verwickelt. Ha, nettes Bild. Haus der Browns zerstört. 1962? Nein, nein, er ist dort nicht gelandet. Einstein hat mir den Schuh gebracht und Miss Strickland hat den Schuh an dem Tag verloren, als die illegale Bar abgebrannt ist. Aber wann ist die Bar abgebrannt? Ich brauche zumindest das Jahr. Das Wasser kocht immer noch nicht. Ist das Vizerektor Strickland? Mutter konnte den kleinen Gerald nie von ihren Kleidern fernhalten. Das Pfeifen! Ich erkoch das Wasser jetzt.
Darf ich einen Moment Ihr Ferngas benutzen? Nur zu, Schätzchen. Wieder aufgebaut im Februar 1932. Der Brand muss also vorher gewesen sein. Aber wann? Ich brauche ein Datum. Nur weil ich alt bin, muss ich sowas nicht wissen. Das ist das Pfeifen! Ich erkoch das Wasser jetzt. Mal sehen. Baubeginn auf Grundstück von illegaler Bar. Sängerin verschwunden. Hill Valley Expo zieht Massen an. Suppenküchenskandal. Da haben wir es. Barbrandstifter ermordet. Ein Gerichtsverfahren endete letzte Nacht in einem Racheakt, als Gangster in das Hill Valley Polizeirevier eindrangen. Ein Landstreicher namens Carl Sagan, der verdächtigt wird, den Brand in der illegalen Bar gelegt zu haben, wurde aus seiner Zelle... Das ist Doc! Von Gangstern ermordet. Wann war das? 15. Juni 1931. Meine Güte, ich muss ihn... Meine Zeitungen! Tut mir leid, Miss Strickland. Lassen Sie mich... Nein! Du hast die ganze Geschichte durcheinander gebracht. Weißt du, wie lange es dauert, das wieder in Ordnung zu bringen? Raus! 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 Hilfe! Polizei! Ich werde von Raudis... Marty? Wo hast du gesteckt und wie siehst du eigentlich aus? Hatte ich das nicht erzählt? Ich habe die Hauptrolle in der Schulaufführung von... Früchte des Zorns? Genau. Oh, Steinbeck. Wen spielst du? Ist schon gut. Du musst nichts erklären. Ich bin sicher, dass du weißt, was du tust. Egal, was du gerade wieder vorhast. Richtig? Das hoffe ich. Hey... Manchmal muss man einfach ein Risiko für seine Liebsten eingehen, nicht wahr? Ich wünschte, mein Vater hätte das verstanden. Du bleibst doch nicht allzu lange weg. Du wirst kaum merken, dass ich weg war. Bist du bereit, Einstein? Ich muss erst die Zeitleitung einschalten. Zeitleitung an. Fluxkompensator, fluxig. Okay, wenn Doc am 14. Juni 1931 getötet wird, tauche ich einfach am Tag davor auf und hole ihn raus. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, Doc.
Einstein, wo willst du hin, mein Junge? Wer? Ich? Sie sind der einzige Mann auf der Straße und ich brauche einen Mann von der Straße-Meinung. Sie haben sicher von der Explosion gehört, die Mittwochnacht die illegale Gin-Schenke zerstört hat. Ja, ich habe darüber gelesen. Was halten Sie von Carl Sagan, dem Fremden, der ganz allein geschafft hat, was dem Gesetz 10 Jahre lang nicht gelungen ist, nämlich Hill Valley von der Geißel des Alkohols zu befreien? Sie können schreiben, ich wäre dafür. Sagte der junge Mann mit einem jungenhaften und doch männlichen Lächeln. Hill Valley braucht mehr aufrichtige junge Menschen wie Sie. Haben Sie eine Nachricht für die lasterhaften Gangster, die sich noch in den Straßen herumtreiben und die Bürger mit einer anderen Lasterhöhle voller Suff und Sünde verderben wollen? Fragen Sie, wo ich die Adresse herbekomme. Ah, verstehe. Sie wollen sie genauso zu Kleinholz machen, wie Carl Sagan es getan hat. Wären alle Bürger so auf das Gemeinwohl bedacht, wären wir diese gesetzlosen Elemente bald los, Mr. Könnte ich Ihren Namen erfahren? Ja, ich bin... Sonny Crockett. Vielen Dank für Ihre aufrichtige Meinung, Mr. Crockett. Edna Strickland, Hill Valley Herald. Ich weiß, ich habe Sie getroffen als... Ich meine, ich kenne Ihre Arbeit. Sie lesen meine Kolumne? Wie schön. Es geht vielleicht nur um Etikette. Ich glaube aber, dass dadurch eine bessere... Oh! Einstein, nein! Aus, mein Junge! Gehört diese bösartige Kreatur Ihnen? Er hat mich schon einmal angegriffen. Was ist in dich gefahren? Aggressive Hunde müssen immer an der Leine geführt werden. So ist das Gesetz. Lesen Sie es nach. Doc, ich muss Doc finden.